Vielleicht erinnert euch, vor ein paar Wochen gab es hier eine denkwürdige Regierungserklärung des Bundeskanzlers, in der er ankündigte 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, für die Aufrüstung bereitzustellen. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Wenn ich an diese Sitzung erinnere, sprangen alle auf, alle Fraktionen außer die Linke, und applaudierten. Das hat mich fassungslos gemacht, denn ihr müsst euch das einmal reinziehen, 100 Milliarden Euro. Es wurde hier über Jahre erzählt, kein Geld für Arbeitslose, keine Erhöhung für Hartz-IV-Bezieher, keine Kindergrundsicherung, Millionen Kinder, die in Armut sind. Es gibt fast 13 Millionen arme Leute in diesem Land. Wir brauchen richtig Milliarden Schotter, um die Klimawende sozial und ökologisch hinzubekommen. Angeblich nie Geld da gewesen, aber jetzt haben wir 100 Milliarden Euro Sondervermögen und das soll auch noch ins Grundgesetz geschrieben werden. Da packst du dir wirklich an den Kopf. Wir sind uns in der Beurteilung des verbrecherischen Angriffskrieges von Putin auf die Ukraine völlig einig. Aber die Schlussfolgerung jetzt, diese Gesellschaft zu militarisieren, immer mehr aufzurüsten, das ist doch Wahnsinn, Leute. Und 100 Milliarden Euro, man muss sich diesen Betrag einmal reinziehen. Der versickert doch in der Bundeswehr. Guckt euch doch die ganzen Skandale an, Beraterverträge, Korruption etc. etc. Das bringt doch kein bisschen was für den Frieden in der Ukraine, für den wir alle kämpfen müssen. Und ich appelliere wirklich an die Grünen und auch an die SPD, die auch mal aus einer Tradition kommt, wo man eben gegen Militarisierung ist, wo man gegen Pershing 2, gegen SS-20-Raketen damals demonstriert hat. Das kann man doch nicht alles über Bord werfen. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und ich verspreche euch eins, die Linke wird diesen Wahnsinn nicht mitmachen. Dem werden wir uns mit vielen anderen entgegenstellen. Es kann doch nicht allen Ernstes die Antwort auf die Aggression, auf diesen blutigen Krieg sein, dass wir nunmehr diese Gesellschaft hochrüsten und alles andere hinten runterfällt. Dafür steht die Linke zurzeit leider als einzige Partei.